Verfassung ist eben nur auf 3. Minus 35% Ausdauer. Das ist halt echt. Boah. Er hat 17. Ja, ich glaube, ich muss das mal. Das Malus muss ich halt irgendwie loswerden. Deswegen würde ich sagen, geben wir das dem. Wo war das jetzt wieder? Hier. Sieht mal aus. Das war Intellekt und Entschlossenheit. Das könnten wir eigentlich unserem Priester geben. Oder? Entschlossenheit. Spielt in einer Entschlossenheit. Ah, wer hat denn viel Entschlossenheit und Wille? Entschlossenheit. Boah, ich hasse sowas immer. Das ist immer so viel Mathematik im Prinzip. Nein, hier wollte ich hin. Entschlossenheit und Intelligenz. Entschlossenheit geht dann hoch. Plus 1 und Intelligenz plus 1. Wirkungsbereich. Ja, ist glaube ich bei dem gar nicht so verkehrt. Bei ihm bestimmt auch nicht. Stimmt, der hat ja sowieso schon Intelligenz-Ding an, oder? Warte mal. Kana. Hast du an? Ah ne, du hast auch. Ach Gott, du hast ja noch Rotze an, hey. Ja, den geben wir es dir. Komm, wir geben es dir. Wir geben das dir. Und das können wir dann jemandem geben, der es gebrauchen kann, nämlich ihr. So, dann haben wir einen Ring des Schankwirts. Geist. Was? Plus 20% Schaden gegen Geist, plus 20% Schaden gegen Gefäß, plus 5 Wille. Also am besten dem Damage Dealer geben. Also entweder Jägerin, dem Kana oder meinen beiden Magiern. Was habe ich denn für Ringe an? Nur das hier. Ja, dann geben wir dem das doch. Um. Abwehr. Abwehr, das ist okay. Und ja, dann eigentlich noch. Ich noch fast gar keine Ringe, oder? Ringe habe ich echt noch nicht viele. So, und Intelligenz plus 1 könnten wir eigentlich auch mal irgendjemanden anziehen lassen. Ist besser als gar nichts. Deswegen, ich weiß gar nicht, warum ich dem hier noch nichts angezogen habe. Was ist denn da los? So. Sehr gut. So, die Waffen werde ich mir später angucken, weil das mit den Waffen ist immer ein bisschen komplizierter. Das machen Hey. wir dann, wenn wir hier raus sind, denke ich. So, wir speichern. Und jetzt gucken wir, da unten haben wir einen Schleim gesehen, den machen wir jetzt kaputt. You're not getting through me. You're not getting through me. Und du bist kaputt. Yay. Und looten. Und wir nehmen Giftplasma mit. Ja. Warum eigentlich auch nicht? Schleichen. So. Ein schwarzer Schlamm. Los geht's. Aber der hält auch überhaupt nichts aus. Das Ding sollte relativ schnell sterben. Gut. Wieder looten, wieder schleichen. Weiter geht's. Zwei Schleim. Alles klar. Und den kaputt machen. Warum auch keine Fähigkeiten einsetzen, das ist Blödsinn. Aber das Ding hält eh nichts aus. Aber die Schleimdinger sind nicht schwierig. So. Wenn wir jetzt das hier alles erkundet, dann könnten wir jetzt hier lang gehen oder hier lang. Hier waren ja irgendwelche Viecher, das hat man ja gehört. Ich gucke mich jetzt mal jetzt hier in der Richtung an. Um. Darf ich da durch? Nein. Dann gucken wir halt erstmal in die Richtung. Und wenn wir schleichen dürfen, hat das einen Vorteil, weil dann komme ich näher an die Gegner ran, bevor die mich sehen und angreifen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, da geht's runter. Aha. Gut nochmal alles. Nein, ich wollte nicht nach unten. Ah, verdammt!
Wenn ich sich im Kampf ein Pfeil aus dem Auswahlkreis eines Charakters in dem eines anderen bewegt, entsteht eine Nahkampfbindung. Ja, was ich jetzt nicht fertig lesen konnte, egal. Aber da gehen wir jetzt mal wieder direkt raus. So. Was wir hier haben. Haben wir hier irgendwas? Oh, was ist das denn? Ein Skelettkämpfer. Okay, das könnte interessant und schwierig werden. Wir speichern mal. Schleichen wir schon ran. Okay, sie kommen. Skelettkämpfer. Wie sehen die denn aus? Interessant. Okay. So, die hauen wir weg. Ja, das sollte eigentlich auch kein Problem darstellen. Und tschüss. Haben wir eigentlich ein Level? Immer noch kein Level ab, ne? Nee. Hm. Okay. I shall be quiet as a calm sea, which is not there. Den machen wir platt. Da bluten wir. Weiter schleichen. Alter, sind aber ganz schön viele Gegner. Oh, was ist das denn? Skelett-Zauberer, alles klar. Lass uns mal ein bisschen langsamer. Oh! Alter, hat er den weggefickt. Leck mich am Arsch. Okay, erstmal direkt schön Zauber reinhauen. Okay, müssen wir auch mit Zaubern arbeiten, weil das wird sonst echt böse ausgehen hier. Okay, der ist auch hinüber. Ready, Watcher. Hey. Okay, sind alle. Alter! Alter, das hat weh. Zwei Charaktere einfach mal down. Die jetzt auch einen fetten Debuff haben. Nee, nur einen haben wir down gehabt. Okay. Arlott. Mein Guter. Gut. Sorry, da habe ich nicht aufgepasst. I shall be quiet as a calm sea. Which is not very quiet. Der hey. Kleiner. Ja. Ich, ja. Mhm, ja. Was war denn da? Ritual der wandelnden Schatten. Waffe, ein bisschen Geld. Können wir hier ein bisschen was looten? I shall be discreet. So. Oh! Da habe ich eine Falle nicht gesehen. Aus da! Da rein. Ja, da war eine Falle. Die haben wir nicht gesehen. Blöd. Alter! What the fuck? Okay, hier sind definitiv Fallen. Muss man den versuchen nach vorne zu holen. Vielleicht sieht er die eher. Something over there. Ja, der sieht die. Du konntest die Falle nicht entschärfen. Oh, nochmal. Komm. Verdammt, die kann ich nicht entschärfen. Ich brauche echt einen Fallenmeister. Wer hat die höchste Mechanik? Den höchsten Mechanikwert von meinen Leuten? Oh, er und er kann es nicht machen. Mechanik 7. Ich habe niemanden, der höher ist. Und er kann sie nicht entschärfen. Ja, hey. Supi. Hm? Masupi Lami. Hey. Dann renn da halt drauf. Alright. Hey. Und wieder zurück. Alright then. Hey. Oh, das ist halt ärgerlich, ey. Let's see what lies this way. So. Die Katakomben sind gar nicht so einfach. Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Oh, was ist das? Ein Wiedergänger? Helik von Fein. Oh! Oh, 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 oh. Okay. Klingt nicht gut. I'm here. Können wir dem was zu essen geben hier mal eben? Das wäre vielleicht nicht so verkehrt. Ha! Das geht nicht. Warte mal, darf ich hier rasten irgendwo? Hey. Kommt mal alle zurück, ob wir hier rasten dürfen. Hm. Ja. Er rastet mal.
Schadensreduktion, Schadensreduktion, Schadensreduktion. Schadensreduktion ist immer gut. Schadensreduktion, komm. Zack. Sehr gut. Okay. Gucken wir mal noch, was auf der Seite ist. Woher? Ich glaube, da vorne ist irgendwas. Oh, unsere erste Pistole. Alles klar. Ey, noch mehr. Alter, alles voll mit Fallen hier. What? So, immerhin entdeckt er so die Fallen, aber der kann die halt nicht entschärfen. Doch, die kann er. Die geben sogar Erfahrungspunkte. Nice. Na, Miss hat mich gesehen. Ein alter Gestalt ist ins Schlüssel nach oben, schlürft durch den Raum, leise vor sich hin und murmelt. Als du dich näherst, bleibt die Gestalt stehen und dreht den Kopf in deine Richtung. Sein verhärmtes Gesicht ist in Irrgarten aus Falten und Wundblasen, überwuchert von einem moosähnlichen Bart. Was soll das? Wer wagt es, heilige Arbeit, Helix Arbeit zu stören? Seine röchelnde und gurgelnde Stimme gleicht der eines ertrinkenden Mannes. Du bist Helix? Dalton schickt mich, um nach Rowena zu suchen. Er lehnt sich nach hinten und bricht in schallendes Gelächter aus. Seine Schlüssel und Roben teilen sich und geben den Blick auf ein Amulett frei und auf eine gezackte Wunde, die von seiner Brust bis zu seinem Hals verläuft. Mit jedem lachenden Atemzug verspritzt sie eine schwarze, zähe Flüssigkeit. Der alte Narr lebt noch immer? Ich hoffe doch, dass er mir nicht immer noch zürnt wegen dieses Vorfalls. Das ist nun schon so lange her. Dalton glaubt, dass Rowena in der Katakomben ist. Er scheint einen weiteren leichten Lachenfall zu unterdrücken. Oh, das könnte man so sagen. Wenn du mir mein Zauberbuch von Mordred bringst, verrate ich dir das Geheimnis. In Ordnung, was soll ich für dich tun? Und wenn ich dir das Geheimnis einfach aus dem toten Leib prügle, kein Handel, ich finde Rowena auch ohne dich. Als die Besiedlung von Beliebtheit gewann, als die Besiedlung an Beliebtheit gewann, kam ich nach Trotsbucht in der Hoffnung, einen Ort zu finden, an dem meine Forschung mehr Akzeptanz erfahren. Ich hatte einige Monate in Farnheims Sanatorium gearbeitet, als ich Mordred kennenlernte. Er spuckt einen Batzen schwarzen Blut auf den Boden. Sagen wir einfach, dass Mordred und ich nicht miteinander auskommen. Es wurde so übel, dass wir einander täglich drohten, uns gegenseitig umzubringen. Dieser Miska hat eine Drohung wahrgemacht, wie unschwer zu sehen ist. Also er ist tot. Alles klar. Er fährt mit einem spitzen Fingernagel seiner nässen Wunde entlang. Hat mir einen Dolch in die Brust gerammt, während ich schlief, und meine Leiche in die Katakomben geworfen. Du hast dich mit der Kunst der Besiedlung selbst gerettet? Wenn Mordred dich getötet hat, wie können wir diese Unterhaltung führen? Du stehst vor mir. Du siehst gut aus für einen Toten. Ich hatte meinen Verstand und meine Erinnerung durch irgendwie Magie und einige Zeitvorkehrungen konserviert. Er blickt auf seine faulenden Hände. Doch nun ist meine Seele an diese verfaulende Hülle gebunden. Seine knarallenartigen Hände ballen sich zu Fäusten. Mordred hat mir ein Leben gestohlen und mich mit diesen zerstörten Leichnam zurückgelassen. Und dieses Verlangen, er umklammert seinen Bauch und blickt sich gierig an, allerdings nur für einen Augenblick. Mordred bewahrt alles, was ihm wertvoll ist, in einer Truhe in seinem Laboratorium auf. Genau wie er mein Zauberbuch gestohlen hat. Er reicht dir mit einer clownartigen Hand einen Schlüssel. Dann mach dich auf den Weg zum Sanatorium von Farnheim. Worauf wartest du? Bring mir mein Zauberbuch und meine Rache. Dann kannst du deine Rowena haben. Er verschluckt sich an einem Kichern. Ich muss zum Sanatorium von Farnheim, okay. Wenn das alles war, dann auf Wiedersehen. Was tust du hier unten? Forschung! Eine bunte Mischung aus Beseelung und Nekromantie. Hier habe ich Ruhe und Frieden und einen großzügigen Vorrat an Versuchspersonen. Was sind das für Kreaturen hinter dir? Nur einige persönliche Projekte, bemitleidenswerte Seelen, die in ihren sterblichen Hüllen feststecken. Ihr Fleisch ist so tot wie das meine, aber ihr Verstand wurde nicht so gut gepflegt. Sie scharen sich um mich wie Lindwürmer um Jungdrachen. Sie sind nicht halb so intelligent, Er sieht zu, wie ein der Wesen gegen einen Schreibtisch stolpert. Sie amüsieren mich. Achso, okay. Leb wohl. Alles klärchen. Darf ich mich hier umgucken? Hey. Machen wir mal den normalen So. I'll take a look. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Wiedergänger. Darf ich looten? Oder wäre das Diebstahl? Dieser Tisch wird von einem grausigen Zusammenstellung rostiger Klingen geschmückt. Okay.
Lauf, lauf, schon mal looten. Ramponiertes Medaillon. Okay. Die wie im Wahn niedergekritzelten verstreuten Notizen beschreiben verschiedene Riten und Verfahren der Beseelung. Alles klar. Haben wir natürlich ein bisschen Erfahrungspunkte verschenkt, indem wir hier die Fallen nicht entschärfen konnten. Ich brauche unbedingt einen guten Schurken. Lass mich mal kurz schauen. Questmäßig. Wo muss ich jetzt für den hin? Grimner sagt, dass er eine Diebe war. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Nie weit vom Krieg entfernt ist das. Nee, begib dich zum Tempel von Vödika. Nee. Nee. Was meint er zu Trümmern Glaubens? Die Prüfung von Durant, Prüfung Fürst des Ödlands, begibt sich zu Red Rings Festung, der Rat der Zeit, für den Ruin unterhalb von Kettenur, Meister der Tiefe, die lange Jagd, die Stimme der Vergangenheit, Suche Sanatorium von Farnheim. Genau, Farnheim. Alles klar. Gucken wir mal, wo Farnheim ist, denn das ist eine Frage, die ich gerade nicht beantworten kann. Ach da. Das ist eher das nächste Gebiet, wo wir reingehen werden. Alles klar. Boah, ich muss noch so viel Zeug machen, das ist der Wahnsinn. Das ist ein relativ langes und großes Spiel. Kann ich an meiner Festung eigentlich irgendwas machen oder ist er noch nicht alles fertig? Ah, in einem Tag, alles klar. Gut, dann haben wir hier aber immer noch nicht alles, weil wir müssen das Gebiet hier noch abstecken. Das heißt, wir gehen jetzt mal noch dahin und dann gehen wir nach unten. Bin mir noch nicht so sicher, ob ich das wirklich richtig mache, wenn ich da runtergehe und dem Typen helfe, also dem das Zeug besorge. Ob das eine richtige Idee ist, weiß ich nicht. Und scheinbar weiß er ja was über die Frau von dem. Schwierig, schwierig. So. Beschleunigen hier, damit ich schneller herkomme. So, da ist auf jeden Fall irgendwas. Speichern mal. Ach, guck mal, die Pilzköpfe, die erkennen wir doch. Alter, warum ist das so schnell? Bitte, langsam, danke. Noch ein Troll, alles klar. Oh, die haben einen Tank. Okay, hier muss ich aufpassen, da sind ganz schön viele Gegner. Alter Schwede. Also einmal das bitte. Dann machen wir einmal das. Dann machen wir bitte einmal... wir buffen auf jeden Fall erstmal. Schutz erzeugt einen großen Bereich der göttliche Obhut. Mit dem Verbündeten einen Bonus auf alle Verteidigung erhalten. Jawohl, das machen wir. So. Dann den Wolf schicken wir da drauf. Sie macht aber das schon mal auf den. Und du... Ja, du ballerst erstmal. So. Und du versuchst, wenn du, sobald du aufgestanden bist, den da K.O. zu schlagen. Hat nicht funktioniert, alles klar. Versuchen wir gleich nochmal. Ah doch, sehr wohl funktioniert. Okay. So, jetzt müssen wir aber mal heilen, weil sonst gibt mir da einer weg. Ich mein Hauptcharakter, das wollen wir nicht. Du kannst direkt einen Zauber machen, und zwar auf... Komm, noch ein Troll, Alter. Dich müssen wir wegbewegen, oder? Das ist, ja, das ist mein Hauptcharakter, den müssen wir dahin bewegen. Dann schicken wir mal den Wolf da drauf. Ist, glaube ich, gesünder. Alter, was macht denn der Wolf da unten? Ja, das funktioniert ja sehr gut. Du machst dann bitte einen Zauber. Ne, das funktioniert doch nicht, glaube ich. Das müssen wir so machen. Ist besser. So. Dann versuchst du wieder zu heilen, bitte. Diesmal mit dem. Jawohl. Jetzt kannst du was machen, und zwar wirst du den... So. Dann machst du das auf den. Der Wolf geht immer noch auf den, bitte. Du machst jetzt das auf... den. Und du machst das auf den.
This thing is not doing the job. Sehr gut. Jetzt machen wir. Was machen wir das jetzt? So, dann müssen wir wieder heilen. Auf den. Du machst immer noch das, alles klar. Dann machst du jetzt das auf Liz. Du musst den Wolf schützen, tut mir leid. Der Wolf geht mir... Nein, der Wolf stirbt. Please no. Was eigentlich, wenn der Wolf stirbt? Kriegt einen neuen? Oder bleibt der am Leben? Oder wie ist das? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Der Wolf wird sowas von drauf gehen jetzt. Weil irgendwie Eda nicht da durchkommt. Ready Watcher, ja, ich bin der Watcher und ich versage hier gerade auf höchster Ebene. Den müssen wir jetzt kaputt bolzen hier und zwar möglichst schnell mit allem, was wir haben. Sonst kippen wir nämlich die Charaktere hier weg. Ja, mehr habe ich nicht. Scheiße. wie viel Leben hat er noch? Zu viel. Er ist nur verletzt. Können wir noch einen Buff raushauen? Ja. Müssen wir uns aber ein bisschen besser platzieren als hier. So. Jetzt hauen wir das raus. Du machst das. Okay, dann machst du jetzt das auf den. I'm here. Fuck, voll daneben. Alter, will ich daneben, Baller. Scheißendreck. Schauen wir mal, wo der hinlaufen will. Ja, das Wölfchen ist tot. Ich hoffe, der ist nicht endlos tot, sonst habe ich hier ein Problem. Gesprächspartner ruhelos. Der Wächter spricht dir direkt mit dem Seelen deiner oder ihrer Feinde und erfüllt sie mit Furcht davor, dass sie mit dem Rad... Ja, machen wir mal das. So. So. Dann machen wir diesen Zauber auf den. Du machst diesen Zauber auf den. How may I help? Was kannst du machen? Nichts weiter. Was kannst du machen? Ah, wieder das. Auf den bitte. Vielleicht stirbt er dann endlich mal. Das wäre super. So, was kannst du machen? Feinerwirkungsbereich, wodurch deine Geschwindigkeit und Bewegung verringert wird. Ja, das machen wir vielleicht auch mal. So. So. Wieso machst du eigentlich nichts? Du sollst auf den angreifen, natürlich. Du sollst auch angreifen. Und du auch. Ihr macht alle nichts. Was ist denn das? Intelligenzbestien. Okay, nochmal wieder auf das. So. Du kannst auch trotzdem angreifen, so. Oh, du mein Eda. Nicht sterben, bitte. Hey. Lass mal den kaputt. Hoffentlich überleben wir das. Ich hoffe wirklich, der Wolf steht wieder auf. Ich weiß es nämlich nicht. Heil dich mal. So, haben wir das gewonnen. Und der Wolf steht wieder auf. Okay. Ja, wieder volles Leben. Hat auch keinen Ausdauerwert oder sowas. Also scheinbar wird er wohl nicht sterben können. Endgültig. So, dann speichern wir mal. Dass wir das geschafft haben. And what does the flame reveal? Leave it to me! Gehen wir mal da drauf. Und Angriff! Das wird gar nichts können wahrscheinlich. Ist nur ein Vieh. Jawohl, hinüber. So, dann gucken wir uns hier mal um, was wir hier haben. Da dürfen wir noch looten. Nicht vergessen, da liegt noch eine Leiche.
liegen generell viele, viele Skelettleichen rum. Gucken wir uns das mal ein bisschen an hier, mal ein bisschen beschleunigen. Da gibt's auch noch was. Guck mal hier, den darf ich looten. So. Hier sehe ich auch schon. Ich auf den drauf, los geht's. So, und dann direkt noch ein. Oh, der ist gerade verwirrt. Das ist nicht gut. Nicht mal eigene Leute angreifen, bitte. Hey. So. And what does the flame reveal? Würdiger-Kutte? Okay. Hey. Haben wir leer gelootet? I'll see what I can find. Jawohl. Gut. Was haben wir hier sonst noch? Mhm. Da drinnen laufen schon mal Skelette rum, so wie es das anhört. Gleich rein. Ja, wir gehen da jetzt gleich rein. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man hier so ein bisschen was aufdecken kann und man weiß, okay, da gibt es noch was zu looten. Ja gut, dann gehen wir da mal rein, würde ich sagen. Gucken wir, was wir da haben. Bevor wir dann hier unten weiter gucken. Hier unten ist auch noch irgendwas. Okay, in dem Raum können wir vielleicht reingehen. Woher? Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Morgenstern. Ja, why not? Okay. Also. Dann, los geht's. Da sind was Glätte drin. Das hat man gehört. Oh, nee. Was? Eon? Hi, Eon. Wer bist du? Dieser kleine Orlane hat einige Kisten und Stofffetzen zusammengesucht und sich daraus eine notdürftige Unterkunft gebaut. Das dicke Fell auf seinen Gliedern ist verfilzt, seine Kleider schmutzig und löchrig. Er erschrickt, als du eintrittst, seine Augen weit vor Angst. Hail and well met. Nach einem Augenblick lächelt er jedoch schwach. Hallo, ich hätte hier unten keinen Besuch erwartet. Er blickt sich im dunklen Raum um. Was tust du hier unten? Eon schneidet eine Grimasse. Ich habe in letzter Zeit eine rechte Pechsträhne. Ich habe meine Zuhause verloren, deswegen bin ich nach hier unten gegangen. In den Katakomben stöbert niemand herum. Naja, außer dir. Gut reden, wir über etwas anderes. Heimlichkeit, Intellekt kann ich leider nicht machen. Auch dein Leben kann man an weniger gefährlichen Orten leben. Du versteckst dich vor etwas oder vor jemandem. Würde ich auch mal behaupten. Eon blickt sich in der schäbigen Kammer um und nickt langsam und betrübt. Ja, das ist wohl deutlich zu sehen. Eon seufzt tief. Also gut, es stimmt. Ich verstecke mich hier unten von den Rittern. Aber es ist nicht, wie du denkst. Er senkt den Kopf. Es war ein Unfall. Es war schwer für mich, hier in Trotzbucht. Ich dachte, wenn ich mich in der Stadtpolitik involviere, wenn ich die richtigen Freunde habe, dann würde es leichter werden. Und das wurde es auch. Ich habe mir einen Namen gemacht, ein Leben aufgebaut. Die Leute hören tatsächlich auf mich, wenn ich etwas sage. Naja, haben gehört. Bei solchen Dingen ist oft viel Leidenschaft dabei. Wir haben über Lieferverträge gesprochen, glaube ich. Sich über so etwas zu streiten. Aber an diesem Abend wurde dieser Mann sehr wütend. Ich glaube, er hat im Gasthaus ein wenig zu viel getrunken. Eon hält inne. Und ich glaube, es hat ihm nicht gefallen, dass ein Orlaner ihm Widerworte gibt. Ich habe ihn geschlagen. Er ist auf mich zugestürzt. Ich habe ihn geschlagen und er ist umgefallen, wie ein Baum. Er muss sich wohl den Kopf angehauen haben. Eon senkt den Blick und zuckt hilflos mit den Schultern. Wie sich zeigte, war er ein Ritter. Die Schmelztiegelritter interessiert nicht, was wirklich geschehen ist. Sie wollen mich einfach tot sehen. Ohne Fragen, ohne Umschweife. Bitte,
Er sieht dich flehentlich an. Ich will einfach nur aus dieser Stadt verschwinden. Sobald ich Geld für die Reise habe, belästige ich niemanden mehr. Das schwöre ich. Ich lebe ganz still und allein. Aber du darfst ihnen nicht sagen, dass ich hier bin. Bitte. Das Geheimnis ist bei mir sicher, Eon. 300 Kupfer abgeben. Hier, das dürfte reichen, damit du aus Trutzbruch kommst. Du kommst mit mir. Der Duke wird über dich urteilen. Die Belohnung ist mehr wert als ein erbärmliches Leben. Ich helfe dem, oder? Unfall ist Unfall. Wohltätig 2. Eon blickt dich ungläubig an. Aber das ist sein Gesicht, verzerrt sich, während er nach Worten ringt. Ich hatte gehört, dass du eine gütige Seele bist, aber ich hätte nie gedacht, dass... Damit komme ich aus der Stadt und weit weg. Du hast 300 Kupfer verloren. Jetzt bin ich arm. Ich werde dir niemals genug danken können. Aber hier, nimm das. Ich hoffe, es ist dir auf deiner Reise eine Hilfe. Mein ewiger Dank ist dir sicher. Ich sollte aufbrechen. Du hast einen Gegenstand erhalten. Kaninchenfellhandschuhe zum Inventar hinzugefügt. Oh. Da. Plus 0.1 zu kritischen Schaden-Multiplikator. Okay, cool. Haben wir schon Handschuhe an? Nee, ne? Plus Treffermultiplikationsbonus. Ja, das ziehen wir mal direkt an. Aber wir haben schon welche an. Gewandtheit. Gewandtheit ist eine Abstraktion der Koordination von Hand und Auge, der geplanten gesamten Anmut eines Charakters. Bei Interaktion kann sie für Fingerfertigkeiten und schnelle Reaktionen genutzt werden. Im Kampf wirkt sie sich auf Aktionsgeschwindigkeit des Charakters bei allen Angriffen, Zaubern und Fähigkeiten aus und trägt zur Reflexverteidigung bei. Ja, damit ist er halt noch schneller, ja. Geben wir das mal dem Tank, oder? Ich glaube ja. Der mehr Schaden ist auch gut. Aufgabe abgeschlossen. Unerwünscht. Schmetterer fordern die Verhaftung eines Orlanas namens Eon. Offenbar konnte er sich... Ich habe ihn getroffen. Ah ja, das war der Auftrag, den ich bekommen habe, ne? Steuern eingetrieben. 235 Kupferpunkte gingen an Banditen verloren. 442 Kupfer wurden verteidigt. Oder wie? Oder was? Was? Wurden verdient. Was? Ich krieg durch meine Burg Steuern? Alter, wie viel Geld habe ich denn gerade? What the fuck? Ich werde reich. Aber noch darf ich nichts bauen. Hey. Aber ich muss was gegen die Banditen machen, weil wenn die meine ganze Steuern klauen, ist auch doof. So, lass mal uns mal hier umgucken. Könnte natürlich auch Fallen sein, da muss ich ein bisschen aufpassen. Da kriegen wir wieder ein Rast. Ding. Das glimmende Feuer ist mit dem mageren Überrest eines kürzlichen Mahls übersät. Fischknochen eines geschmolzenen eine geschmolzene Käserinne und eine rostgeschwärzte Brotkruste. Okay. Das wackelige kleine Zelt bleibt kaum stehen. Alles klar. Und da haben wir die Königin, die gewesen war und noch immer ist. Ein Buch. Das lesen wir auch, glaube ich, direkt mal. Falls wir das nicht schon haben. Das kontrolliere ich jetzt auf jeden Fall zuerst, bevor wir ich Bücher 10.000 Mal lese, das wäre ein bisschen... Wo ist denn das Buch? Hä? Ich habe doch gerade ein Buch gelootet. Von denen hat es keiner? Ich habe doch gerade ein Buch gelootet? Entschuldigung fürs Husten. Habe ich nicht gerade. Ich habe gerade ein Buch gelootet. Was ist es denn jetzt? Hä?